Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten deutschen Konversationsvideo. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Juliane, aber ihr könnt mich gern Juli nennen. Falls ihr mehr über mich erfahren wollt, könnt ihr euch gerne das englische Konversationsvideo angucken, in welchem Livia und ich euch jeweils 5 Fakten über uns erzählen. In dem heutigen Video geht es um meine Heimatstadt Dresden. Um genauer zu sein, werde ich über meine Lieblingsorte, Museen und Galerien sprechen. Dresden ist mir, seitdem ich denken kann, bekannt. Die Stadt befindet sich im Osten von Sachsen. Mit Dresden verbinde ich viele schöne Erinnerungen. Angefangen mit Spaziergängen durch die Altstadt bis hin zum Erkunden von Museen. Am meisten gefallen mir aber all die diversen Kulturangebote, wie zum Beispiel die Lange Nacht der Wissenschaften mit kostenlosen Vorträgen von Professoren und anderen Vorführungen bis Mitternacht. Aber auch die Lange Nacht der Theater und der Museen, in welcher die Theater und Museen der Stadt besondere Programme veranstalten, und nicht zu vergessen die Filmnächte am Elbufer, welches jedes Jahr von ungefähr Mitte Juni bis Ende August stattfinden. Abgesehen von den Veranstaltungen, welche nur einmal im Jahr stattfinden, hat Dresden natürlich auch noch viele andere interessante Sachen zu bieten. Zu meinen Lieblingsmuseen gehört auf jeden Fall das Grüne Gewölbe, welches ein Schatzkammermuseum ist und die Schätze der früheren sächsischen Kurfürsten und Könige ausstellt. Mir gefällt besonders der Spiegelsaal. Ich finde ihn jedes Mal aufs Neue atemberaubend. Außerdem mag ich das Panometer Dresden, welches eine wechselnde Ausstellung beherbergt. Momentan kann man in einem 360-Grad-Bild den Amazonas bestaunen mit passender Geräuschkulisse. Meine Lieblingsgalerie ist und bleibt nach wie vor die Gemäldegalerie Alte Meister, welche bis zu 600 Jahre alter europäischer Kunstwerke ausstellt. Ich war besonders mit der Schule sehr oft dort und finde die Werke, die dort ausgestellt sind, jedes Mal aufs Neue einfach atemberaubend und wunderschön. Ich verbringe dort sehr gerne Zeit, gern noch mal mit einem Buch, mit Freunden, mit Familie. Es ist einfach eine wundervolle Atmosphäre dort. Machen wir nun weiter mit meinen liebsten historischen Gebäuden aus Dresden. Auf meiner Liste ganz oben steht auf jeden Fall der Dresdner Zwinger, welches ein Gebäude aus der Barockzeit ist. Auch im Dresdner Zwinger finden immer wieder Gemäldeausstellungen statt, welche ich sehr empfehlen kann. Als nächstes natürlich die Frauenkirche, welche einige von euch bestimmt schon kennen. Besonders bekannt ist sie durch ihre Kuppel, ihre Weihnachtskonzerte und natürlich kann man in der Frauenkirche auch Führungen machen, welche ich sehr empfehlen kann. Weiter geht es mit dem Fürstenzug. Der Fürstenzug in Dresden ist ein 102 Meter langes Wandgemälde, bestehend aus 23.000 Fliesen aus Meißner Porzellan. Er zeigt insgesamt 35 sächsische Herrscher aus dem Fürstenhaus Wettin und Prinz Georg, welche zwischen 1127 und 1873 regierten. Sehr zu empfehlen ist auch die Kunsthofpassage, vor allem für die Kunstliebhaber unter euch. Die Kunsthofpassage besteht aus 5 zusammenhängenden Hinterhöfen mit den Namen Hof der Elemente, Hof des Lichts, Hof der Tiere, Hof der Fabelwesen und den Hof der Metamorphosen. Wie ihr an den Namen vielleicht schon erkennen könnt, haben alle 5 Höfe ein spezielles Thema, was sie
auf eine künstlerische Art und Weise verwirklichen. Finden könnt ihr die Kunsthofpassage in der Neustadt in Dresden. Der letzte Ort für heute ist die Dresdner Semperoper oder auch Sächsische Staatsoper Dresden genannt. In der Semperoper könnt ihr euch Ballette, Konzerte, Operetten und Musicals anschauen. Ich persönlich war schon ein paar Mal Ballette besuchen und es hat mir jedes Mal aufs Neue wieder gefallen. Aber natürlich kommt ihr nicht nur in die Semperoper, um euch Musicals, Ballette, Konzerte und Operetten anzugucken. Ihr könnt dort auch eine Führung machen, indem ihr hinter die Kulissen schauen könnt. Ich war auch schon mal bei einer dabei und kann sie wirklich sehr empfehlen. Da sich die meisten dieser Attraktionen in der inneren Altstadt befinden, bedeutet, dass man am Tag mehrere Sehenswürdigkeiten erkunden kann. Das ist noch eine Sache, die ich an Dresden sehr mag. Man hat das Gefühl, dass alles sehr nah beieinander liegt. Und nun sind wir auch schon am Ende des ersten deutschen Konversationsvideos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!